Ich glaube, so geht's. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte mich bedanken, das Impulsreferat halten zu China. Wir widmen uns jetzt diesem Thema, das als Legitimationsgrundlage hergenommen wurde für die Maßnahmen, für den Lockdown, für das, was uns jetzt die 1,5 Jahre massiv eingeschränkt hat. Kaum ein anderes Wort ist in den letzten 1,5 Jahren so oft in die Medien zitiert worden, so oft oder so deutlich herumgegeistert wie das Wort der Gesundheit. Gleichzeitig ist auffallend, dass es, glaube ich, wahrscheinlich, soweit ich mich erinnern kann, kaum eine Zeit gegeben hat, wo das Thema der Gesundheit so weit herabgebrochen worden ist wie die letzten 1,5 Jahre. Gesundheit ist gleichgesetzt worden mit negativ, positiv oder wie jetzt getestet, genesen oder geimpft. Es ist kaum ein beschränkterer Gesundheitsbegriff vorstellbar wie das, was wir derzeit erleben. Dem entgegen möchte ich zitieren die Weltgesundheitsorganisation, auf die sich ja die Herrschenden selbst immer wieder beziehen. Was versteht man überhaupt unter Gesundheit? Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Wenn man sich diese Definition anhören, dann hat es so sehr wenig zu tun mit dem, was wir in den letzten 1,5 Jahren erlebt haben. Wenn wir uns anschauen, was nämlich während den Maßnahmen passiert ist in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo wir de facto vor einer Triage gestanden sind, wenn wir uns anschauen, dass der gesamte Massenbreitensport eingeschränkt worden ist, dass die soziale Gesundheit sehr gelitten hat, vor allem unter den Kindern und Jugendlichen, Depressionen noch stärker um sich gegriffen haben wie davor, dann sehen wir im Vergleich zu derer Definition, dass mit das Verhältnis mit dem, wie groß mit dem Wort Gesundheit umgegangen worden ist, die letzten 1,5 Jahre, das nicht im Verhältnis zu dem steht, was tatsächlich mit der Gesundheit passiert ist. Dem entgegen, wenn man sich anschaut, was für Behauptung oder Erzählung hergenommen wurde, warum wir den Lockdown und die Maßnahmen brauchen, dann steht es eigentlich sehr im Kontrast dazu, was wir die letzten Jahrzehnte immer wieder gehört haben. Und zwar ist von jeglicher Seite, von neoliberaler Seite, aber auch von sozialdemokratischer Seite gekommen, das österreichische Gesundheitssystem ist eines der besten Gesundheitssysteme, die wir haben. Es ist sogar so gut, dass wir unbedingt abbauen müssen. Wir haben viel zu viele Intensivbetten, wir haben viel zu viele Akutbetten, wir haben überhaupt viel zu viele Krankenhäuser. Es ist so gut, das Gesundheitssystem, dass wir jetzt das Gesundheitssystem abbauen müssen. Gleichzeitig, und das waren die letzten Jahre, da zitiere ich verschiedene Politiker von den Neos, ÖVP, Grüne, FPÖ, SPÖ. Diese Meinung war vorherrschend vor dem Lockdown in alle Parteien. Im Lockdown ist der Mangel an Intensivbetten und die Überbelagerung der Intensivstationen als Argument für die Einschränkungen gekommen. Also irgendwas passt in dieser Argumentation nicht zusammen. Und die Realität ist, dass das Gesundheitssystem kein sehr gutes ist, was wir in Österreich haben, sondern vor allem seit den 90ern mit dem neoliberalen Regime, mit den Einsparungen, ein massiver Abbau im Gesundheitssystem passiert ist. Ich habe noch ein paar Zahlen, vor allem was während der Pandemie passiert ist im Gesundheitswesen. Die türkis-grüne Regierung hat während der Pandemie 130 Millionen an Einsparungen bei Gesundheit und Pflege entschieden. Es ist bei den Spitälern gekürzt worden, an der Wiener Spitalsreform wird nach wie vor festgehalten. Das bedeutet die Schließung von 7 Krankenhäusern in Wien, 6 sollen übrig bleiben. Dazu kommt, dass während der Pandemie das größte Unfallspital in Wien, das UKH Lorenz Böhler, abgebaut wurde und kein Unfallkrankenhaus mehr ist. 900 Spitalsbetten wurden in den steirischen Krankenanstalten gekürzt. Seit den 90ern gab es eine Reduktion von 30% aller Akutbetten in den Spitälern. Seit den 80er Jahren gab es eine Reduktion von 1/3 des gesamten Fachpersonals im intensivmedizinischen Bereich. Wenn man sich, und das war nur ein kleiner Ausschnitt, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist die Legitimationsgrundlage dafür, dass man den Lockdown gerade wegen dem Gesundheitswesen macht, eigentlich ein Armutszeugnis für die herrschende Klasse, ein Armutszeugnis dafür, welche Politik die letzten Jahrzehnte geleistet wurde. Und
wenn es notwendig wäre, Maßnahmen zu ergreifen, dann wären die Maßnahmen genau das Gegenteil, und zwar der Ausbau des Gesundheitswesens statt des Abbaus. Eine These, die ich in den Raum stelle, ist, dass die Lockdowns gerade deshalb so sehr im Zentrum der Politik der letzten eineinhalb Jahren gestanden sind, weil man nicht will, dass das Gesundheitswesen ausgebaut wird, sondern dass man weiterhin festhält am Kurs der Einsparungen. Das ist ein wesentlicher Grund, warum es diese Lockdown gibt. Ein zweiter Aspekt, der was sehr wichtig ist, dass die herrschende Politik in Österreich hat sehr starke Bundesgenossen in der EU, weil das ist ein Kurs, der was wesentlich von der EU mitgetragen bzw. forciert wird. Und da möchte ich kurz ein Zitat vorlesen von der EU-Kommission, die was 2019 einen Länderbericht geschrieben hat und da sehr stark kritisierte, dass Österreich ein viel zu gutes Gesundheitssystem hat. Das österreichische Gesundheitssystem ist nach wie vor von einer ineffizienten Ressourcenverteilung in der Sekundarversorgung geprägt. Die Zahl der verfügbaren Betten in der Akutversorgung ist zwar etwas niedriger als vor 10 Jahren, liegt aber mehr als 40% über dem EU-Durchschnitt. Und die EU-Kommission bemängelt darin, dass sie Österreich nicht genug an die EU-Vorgaben hält, die was vorsieht, weitere Kürzungspolitik, Austeritätspolitik, wo wir gesehen haben, wie das in Spanien, Italien, Griechenland und so weiter, zu welchen Zuständen das führt. Und da muss man sagen, das heißt, die Einsparungen gerade im Gesundheitswesen abzulehnen, heißt auch, die EU-Maßnahmen in dem Bereich abzulehnen. Jetzt habe ich meinen Zettel verloren. Ich habe nur zwei Punkte, was ich noch gleich bringen möchte. Das eine ist, was, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt ist, ist, dass nicht nur viel gekürzt und gespart wurde, sondern dass in der Corona-Pandemie überhaupt ein ganz neues Feld aufgemacht wurde für weitere Einsparungen im Gesundheitsbereich. Und das ist die sogenannte Digitalisierung. Unter den Schlagwörtern von Patienten, Selbstmanagement und automatisierten Arbeitsabläufen sehen die Herrschenden ein großes Einsparungspotenzial von 4,7 Milliarden Euro im Gesundheitswesen durch Digitalisierung. Diese Konzepte werden derzeit heiß diskutiert, dass man zum Beispiel, wir kennen es durch die Apps, die was jetzt mit Corona aufgetaucht sind, durch die Digitalisierung neue Methoden, die was ersetzen können, beispielsweise die niedergelassenen Ärzte, die beispielsweise ersetzen können, gutes Personal, Hausärzte und so weiter. Der Trend, in was die letzten eineinhalb Jahre ein wirkliches Versuchsfeld quasi geboten haben, das ist das, was wahrscheinlich in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Als letzte Frage möchte ich noch anschneiden, die Frage, wer ist eigentlich für die Gesundheitsversorgung verantwortlich? Und da hat man de facto einen Schwenk der herrschenden Politik gesehen. Ganz am Anfang der Pandemie ist sehr stark von der Regierung die Kampagne gefahren worden, dass das Team Österreich das jetzt zusammenhalten will. Das Team Österreich, wo alle zusammenhalten, ist ganz schnell wieder in den Hintergrund gedrängt worden, weil die Mehrheit der Leute einfach kein Vertrauen hat, dass das wirklich ein Team sein soll, was da agiert. Ganz schnell wurde das ersetzt durch eine neue Kampagne, die was uns derzeit begleitet. Und diese Kampagne heißt Schau auf dich, schau auf mich. Und sehr wichtig bei dem ist, dass man sieht, dass bei derer Kampagne die individuelle Verantwortung im Vordergrund steht. Und Gesundheit scheinbar was ist, wo jeder Einzelne dafür verantwortlich ist, wo er bleibt. Und jeder nicht nur verantwortlich, sondern auch Schuld hat, wenn es keine gute Gesundheit hat. Ein Schlagwort dafür wäre, dass die Kinder sind schuld, wenn sie die Oma infizieren und dieser stirbt. Nicht das Gesundheitssystem, gar nichts ist schuld, nicht die Herrschenden, sondern das Kind ist schuld, wenn sie die Oma infiziert. Und in diese Richtung der Individualisierung der Gesundheitsvorsorge passt auch die neoliberale Doktrin von der Privatisierung der Gesundheitsvorsorge.
Und da möchte ich nur noch eine letzte Zahl bringen, dass die privaten Gesundheitsausgaben der Bevölkerung zwischen 2005 und 2011 von 6,6 Milliarden auf 11,3 Milliarden gestiegen sind. Die öffentliche Versorgung wird abgebaut, es wird alles auf das Individuum abgeschoben. Und da kommt es halt darauf an, ob du viel Geld hast oder nicht viel Geld hast. In diesem Sinne gibt es zwei verschiedene Gesundheitsmodelle, dann bin ich schon fertig. Das eine, das Gesundheitsmodell, was derzeit forciert wird, in der Pandemie massiv vorangetrieben worden ist, ist das Gesundheitssystem im Interesse der, im Sinne von ökonomischen Interessen, der Konzerninteressen, der Kapitalinteressen. Das, was dagegen steht, wäre eigentlich das Gesundheitssystem im Interesse der Mehrheit, im Interesse des Volkes und für möglichen Ausbau und der Sicherung des Rechts auf Gesundheit statt Zwang auf Gesundheit und Vorschreibung.